Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Man sieht es mir im Gesicht vielleicht schon an und an den Klamotten. Wir gehen unserer Lieblingsbeschäftigung wieder nach und zwar schleifen wir den Anhänger weiter ab. Ist fast fertig jetzt die untere Partie, nur nach diesen kleinen Streifen hier. Und einmal die Seite von dem Träger lang. Und dann ist das Gestell von dieser Seite zumindest schon mal fertig. Dann können wir da schon mal anfangen mit Rostschutz und so einzupinseln. Dann anfangen zu sprühen. Wir wollen das hier, die Ecken, wo man ganz schlecht unterkommt, hier mit dem Pinsel machen. Und der Rest wird wieder gesprüht, denken wir mal. Und genau, dann kommen irgendwann noch die Klatten, die kann ich schon anfangen zu pinseln. Und dann irgendwann noch die Seite und dann kann alles zusammengesetzt werden. Die Hydraulikschläuche und Hydraulikleitung hatten wir jetzt, wann war das? Letzte Woche irgendwann schon weggebracht, die werden einmal neu gemacht. Allerdings die Hydraulikzylinder, die wollten wir auch abdichten lassen, aber die sind so schweineteuer im Abdichten. Die sollten, glaube ich, nur der Dichtsatz jetzt 670 Euro kosten, glaube ich, ohne Arbeitszeit. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie neue finden, ob die günstiger sind oder ob das jemand günstiger macht. Müssen wir nochmal gucken. Das ist nämlich schon echt ziemlich happig, finde ich. Aber da sind wir dran. Irgendwie wird das schon. Tag und wir wollen jetzt noch mal eben ein paar Ballen weiter auf den Boden stecken. Das ging die letzten Tage ja nicht, weil es ja immer geregnet hat. Deswegen waren die Anhänger hier noch immer drin. Und wie man sieht, noch sieht man nicht viel, aber gleich. Das ist auch nicht mein Anhänger, den hat mein Nachbar mir zur Verfügung gestellt, damit ich die Ballen hier drauf lagern kann. Und ja, den will ich natürlich schnellstmöglich wieder zurückbringen. Er meinte zwar, er braucht den die nächste Zeit nicht, aber das macht mir eigentlich trotzdem nicht. Ist auf jeden Fall gut und dankenswert, dass ich den kriegen konnte, aber jetzt soll der Anhänger auch schnell wieder zu ihm zurück, dass er den wieder benutzen kann. Finde ich zumindest, so macht man das. Ich muss gleich mal eben gucken, ob man das so sieht. Oder ist das zu dunkel? Ah, ein bisschen sieht man's. Ich habe die Ballen, die waren ja vorher so alle raufgeschichtet, ich habe die jetzt einmal hochkant gestellt, dass die noch besser ausdünsten können, weil ich hatte ein bisschen Angst, beziehungsweise habe schon gesehen, der Anhänger hat eine Eisenplatte und wenn die HD-Ballen dann ausdünsten, dann kann das Wasser nicht weg vom Ausdünsten und dann werden die an der Unterseite feucht und das wollte ich natürlich verhindern, deswegen habe ich die so ein bisschen aufrecht hingestellt, dass der Dunst besser weg kann. Ich meine, auf dem Boden ist das nicht so schlimm, weil erstmal habe ich da Paletten untergelegt und dann kann die Luft auch besser weg, weil die Ballen ja luftdurchlässig sind, aber bei Eisenplatte und die Klappen lassen auch nicht so viel Luft durch, dann schwitzt er schnell unter den Ballen. Genau. Ich denke mal, ich mache erst den leer und den anderen habe ich ja auch noch stehen. Bei mir, da habe ich die Ballen übrigens auch so aufgestapelt, dass die Luft da besser durch kann. Obwohl da auch ein Holzboden drauf ist, aber das habe ich trotzdem erstmal gemacht. Achso, und eine Sache noch, die Spotify-Playlist ist online. Ich hatte das auf Instagram schon gesagt. Ein paar haben die auch schon angeguckt, beziehungsweise auch gefällt mir, drück mal eben. 821 gefällt mir sogar schon. So, also falls ihr die suchen wollt, guckst dann Agrarhits, heißt sie auf Instagram, sag ich schon, auf Spotify. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt eine Platy-Playlist, aber so fürs Auto, für Trägerfahren ist die, denke ich, ganz gut. Weil da ist eigentlich echt viel dabei, von, weiß ich, Brennhardt über Ozzy Osbourne bis Malle-Mucke, bis irgendwas anderes. Also da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Ein paar Märsche, ganz wichtig. Ja, guckt gerne mal rein und dann gebt mal ein Feedback, wie euch das gefällt.
alter Verwalter. Ich glaube, der Drehkranz hat schon einen Tag länger kein Fett mehr gesehen. Der geht bestimmt schwer. Ja, wir haben jetzt erstmal nur den einen Anhänger hier abgeladen, deswegen habe ich jetzt auch nichts gefilmt vom Abpacken, habe ich leider nicht geschafft. Weil ich den jetzt erstmal wegbringen will und ich will jetzt erst noch eben die Kartoffeln einem anhäufeln, das wollte ich gerne mit in dem Vlog haben. Ballen hochstapeln, das wird auf jeden Fall sonst im nächsten Vlog kommen oder sonst zum zweiten Schnitt oder Ballen kommen auf jeden Fall noch genug. Ich habe gestern jetzt noch quasi 6,2 Hektar zum Abmähen gekauft, quasi abheim gekauft. Das kommt auch noch ein Teil in kleine Ballen und Rundballen wird davon gemacht. Also Ballen und Mähen kommen auf jeden Fall noch öfters jetzt vor. Falls ihr auf so ein Bodenvideo wartet, das kommt noch. So, ich bin gerade bei den Kartoffeln. Eigentlich wollte ich anhäufeln, aber ich glaube, das lasse ich lieber. Ich bin der Meinung, ich bin zu spät dran jetzt schon, dass die Kartoffeln schon so groß sind. Was ist das hier? Nur ein Samen. Das größte Problem ist, dass manche ein bisschen schief aus dem Damm wachsen. So, die sind auch gerade. Jedenfalls, manche wachsen dann hier so raus, aus dem Damm. Und die fahre ich dann mit dem Rad über vom Trecker. Und dann nimmt der Häufler die auch ein bisschen mit. Dann verletzt sich die zu doll. Und dann sieht das, also hier ist eine ganz, ganz schlimme Stelle, aus wie Morgs. Da gewinne ich überhaupt nichts mit. Wenn ich die Pflanzen jetzt verletze, die sehen so ganz vital aus und haben Kraft, dann lasse ich die so im Damm stehen. Und Unkraut ist ja auch ein ganz bisschen drin. Das kann ich zur Not auch sonst so mit der Hacke irgendwie wegmachen. Aber ich denke mal, häufeln werde ich nicht mehr. Ich bin schon sehr, sehr langsam gefahren. Ich wüsste zur Not sonst nicht, wo es dran liegt. Ich muss nur mal eben gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Und dann werde ich das wahrscheinlich alles so lassen. Ich hätte wahrscheinlich letzte Woche schon häufeln müssen, dass sie schön gerade im Damm mehr stehen. Aber da das so geregnet, hier bin ich dann nicht raufgekommen. Das war wahrscheinlich die Woche, wo ich hier zu spät komme. Aber erst mal Kartoffeln, dann kann das wohl, denke ich mal, einmal passieren. Jetzt fahre ich hier schön langsam raus, gucke, dass ich so wenig wie möglich Schaden mache. So, wir hier gehen jetzt wieder, aber wenn ich den Häufler dann runter mache, oder der Häufler ist ein Tick zu breit, das kann natürlich auch sein. Dass ich den ein bisschen schmaler stelle, dann wird das wieder gehen. So, wie hier stehen jetzt wieder die Kartoffeln. Hier ist nichts los. Ich mache jetzt mal ein bisschen den Häufler runter. Ja, das wird es, denke ich, sein. Der Häufler ist, glaube ich, zu breit eingestellt. So. Ackergang reinmachen und geht besser. Weil hier geht das jetzt wieder. Wieder tipptopp aus, dann sind die schön in der Erde drin. Oh, tipptopp. Schon höher. Hier sieht zumindest ohne Verletzung. Aber ich glaube, ich lasse das trotzdem, da gewinne ich glaube ich nicht viel mit. Ich glaube, ich lasse das. Ich baue dann lieber die Hacke an und falls hier viel Unkraut aufkommt, dann hacke ich das einmal. Und beim Tiger komme ich anscheinend doch ganz gut durch, ohne dass ich die verletze. Dann machen wir das lieber so. Ich will jetzt kein Risiko eingehen. Ja, wir können noch mal eben absteigen, weil sie sich angucken. So sehen die echt schön vital aus, obwohl das so trocken ist. Nur ein Reh ist hier drin. Die sind alle abgefressen, aber naja, sei es ihm gegönnt. Aber so, noch keine Käfer unter, keine Larven. Ich habe nichts entdeckt unter keiner Pflanze. Bin echt fast jeden Abend einmal drin. Und ja, so ein bisschen melden, so ein Scheiß kommt hier auf, aber ja, das geht. Ackerwinde ganz ab und zu. Ja, aber sonst geht das echt mit dem Kraut. Nach dahin wird es fast noch ein bisschen schlimmer. Aber wie gesagt, ich denke, ich lasse das so. Ich hoffe, dass sie jetzt bald die Reihen zumachen, die Kartoffeln, dass dann noch weniger Licht an den Boden kommt. Erstmal hält der Boden dann natürlich schön Feuchtigkeit noch besser mit. Übrigens Vogelmiere. Hält der Boden noch besser Feuchtigkeit, wenn die Reihen zu sind und das Unkraut kommt noch nicht so durch. Dann wollen wir mal gucken. So, ich rangiere mich hier langsam raus. Vorwärts geht läuft besser als rückwärts. Und dann lassen wir das so.
wie gesagt, rüberfahren geht eigentlich ohne Probleme. Da werden keine verletzt. Ein bisschen, ja, ganz bisschen runtergedrückt, die so lang sind. Ich denke mal, dass die Häufenscharre zu lang sind. Mal gucken, ob man die noch. Oh, man sieht gar nichts, ne? So. Ob man die noch steil am Winkel zusammenstellen kann, dass sie quasi in der Mitte mehr Platz lassen. Aber ansonsten, oh, das ist noch eine große Ackerwinde, die will man eigentlich nicht raus haben. Ansonsten, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, ich glaube, ansonsten sind die Dämme auch schon ziemlich gut aufgehäufelt. Sind ja schon einigermaßen hoch. Das soll so bleiben, denke ich. Wenn man jetzt so eine Pflanze anguckt, die ist ja schon ziemlich groß. Wenn ich die jetzt verletze, dann ja, ist das natürlich auch scheiße. Es geht natürlich besser, wenn die so klein sind und fast nicht abbrechen. Und so knicke ich die jetzt immer nur um, ne? Also, lasse ich das mal lieber, denke ich. Ja. Und zur Not halt mit der Hand ein bisschen Unkraut jäten. Das geht ja auch. Ach so, noch ein Phänomen ist mir aufgefallen. Ich fahre hier mal eben schnell aufs Grünland. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera jetzt so sieht. Aber manche Ecken sind schon richtig gut durchgegrünt, so wie das hier. Ja, warte, ich fahr mal eben auf dem Vorgewende quer rüber, ist scheiße. Manche Flecken sind richtig gut durchgegrünt und andere eher weniger. Das kann man vor allen Dingen hier sehen. Moment, Moment, Moment. Auf der Kamera sieht das alles noch ziemlich blass aus, aber das ist echt schon ziemlich grün geworden. Ja, den Rest laufe ich mal eben schnell. So, Zündung bleibt mal eben schnell an. Und zwar, hier ist noch alles grün, bis hier ist das alles noch sehr grün. Und ab hier wird es auf einmal schlagartig brauner. Ich hoffe, man sieht das. Und Gott, wie sieht das auf der Kamera denn aus? Das sieht nur Wüste aus. Und ab hier wird es wieder grün. Meine Theorie ist, dass das vom Walzen kommt. Dass das durchs Walzen nochmal Bodenschluss gekriegt hat, das Gras bzw. das Wasser besser aussteigen kann an den Wurzeln. Und ganz extrem sieht man das hier. Hier bin ich nämlich einmal oder zweimal bin ich mit der Walze hier lang gefahren und dann einmal hier, weil hier das nasse Loch kommt, da bin ich gar nicht rein gewesen. Und hier ist es richtig grün und danach ja, eher bräunlich. Hier wächst das viel besser nach, wo ich einmal mit der Walze rüber war. Sieht das hier besser aus? Auch nicht. Naja, also zumindest ist das meine Theorie, also ist Walzen vielleicht doch gar nicht so falsch, zumindest in trockenen Jahren. Aber das weiß man vorher natürlich auch nicht. Tja, das wollte ich nochmal eben schnell zeigen. Aber nachsehen muss mich unbedingt. Ich sag's noch zum 25.000. Mal, auf der Kamera sieht's echt viel, viel schlimmer aus als in echt. Aber das ist schon ziemlich löckig, das ist so. Hier muss ich einmal schön, am besten mit dem APV-Streuer dann reinstriegeln. Dass es nicht so in Reihen gesät ist, sondern richtig schön ein Teppich hier kommt. Ja, dass man am besten gar keinen Boden sieht, sondern nur schön Gras, das wäre am besten. Und ich glaube, die Hühner sind schon wieder raus, so wie ich das sehe. Dann muss ich noch mal eben hin. Ah, oh, sind aber doch noch alle drin. Waren hier vorne im Zaungehege hier. Alles gut. Ja, von hier kann man es noch vielleicht sogar am besten sehen. Also bis hier ist alles so gewalzt, das ist noch relativ grün und der kleine Streifen ist nicht gewalzt. Da ist das deutlich brauner, wie ich finde. Ja, ich denke mal, ich habe einigermaßen Material. Ich guck mal gleich beim Schneiden, wie viel das zusammengekommen ist. Und eine kleine Bitte. Ich weiß, ich freue mich auch riesig darüber, dass ihr alle die Farmvlogs so erwartet, aber bitte schreibt mir nicht jeden Tag auf Instagram, wann ein neuer Vlog kommt. Also nicht falsch verstehen, ich freue mich wirklich, wenn euch die Farmvlogs und so gefallen. Aber da kommen so viele Nachrichten rein, wann der nächste Vlog kommt. Also wenn entweder am Mittwoch oder am Sonntag keiner kommt, liegt das daran, dass ich zu wenig Material habe, dass ich einen Vlog ausfallen lasse oder dass ich privat irgendwie keine Zeit habe oder ja, weiß nicht, irgendwie was mit dem Internet ist oder so. Keine Ahnung, kann ja auch irgendwas mal sein. Aber dann wisst ihr Bescheid. Aber ich gebe mir Mühe, dass die Farmvlogs immer richtig kommen oder zeitnah kommen. Und wenn nicht, hat er schon irgendwelche Gründe, dann ja, bitte ich ein bisschen um Geduld. das wollte ich sagen. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube ja, aber es fällt mir nicht ein. Irgendwie bin ich heute vergesslich, weiß ich auch nicht. Jedenfalls soll es das dann für diesen Farmvlog gewesen sein. Guckt bei Spotify gerne vorbei auf der Playlist. Ich schreibe gleich nochmal eben rein, wie die heißt in Encard. Und dann danke fürs Zusehen. Guckt bei Instagram auch vorbei. Guckt dann unterstrich Agrarvideos. Und dann hoffentlich bis nächsten Farmvlog, wenn er rechtzeitig kommt. Ciao.